Im Kriminalfilm geht es immer um einen Kriminalfall, um ein Verbrechen. Entweder geht es darum, im Laufe des Films herauszufinden, wer es war und warum die Tat begangen wurde. Manchmal geht es auch darum, den Räubern beim Begehen des Raubzuges zuzusehen, weil das vielleicht spannend und kompliziert und hindernisreich ist. Und dabei geht es letztlich aber immer um Spannung, oft auch um Dramatik und ja, um die menschliche Existenz. Also warum Menschen dazu neigen oder dazu bereit sind, ein Verbrechen zu begehen. Das steht eigentlich immer im Kern des Kriminalfilms. Lasst ihn liegen, wie er liegt jetzt. Ja, ich komme. Sofort. Ich darf mich wenigstens anziehen. Ich habe aber keine Lust. Maronstraße, das ist nun wirklich... Die Ausstellung besteht aus drei Teilen. Sie beginnt mit 100 Kriminalfilmplakaten, die zeigen, wie für die Kriminalfilme geworben wird und auch geworben wurde. Gleich nebenan gibt es Einblicke in das Machen von Kriminalfilmen. Wir haben ein Filmstudio aufgebaut, ein Kommissariat mit Requisiten, Bühnenbild und allem, was dazugehört. Und auch einen Greenscreen gebaut, wo man Teil einer kleinen Kriminalfilmhandlung werden kann als Besucherin oder Besucher, für 60 Sekunden nur, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und der Hauptteil der Ausstellung ist dann den einzelnen Spielarten und den Themen und Motiven des Kriminalfilms gewidmet. Da sind es vor allem Filmausschnitte und aber auch eben Fotos, Filmstills und Aushangfotos, die zu sehen sind. Es ist aus, Lady Sheringham. Kriminalfilme gibt es, seit es Kino gibt und später auch seit es Fernsehen gibt. Und in diesen Jahrzehnten hat sich eine große Breite an unterschiedlichen Spielarten entwickelt, innerhalb des Kriminalfilms. Spielarten, die manchmal an einzelnen Personen aufgehängt sind, wie der Detektivfilm oder der Gangsterfilm oder auch der Mafiafilm. Spielarten, die mit einem bestimmten Ort etwas zu tun haben, wie der Gefängnisfilm oder der Gerichtsfilm. Aber auch Spielarten, die etwas leichtfüßiger daherkommen, wie die Krimi-Komödie und natürlich auch der Kinderkrimi, der sich an ein ganz junges Publikum richtet. Die Faszination des Kriminalfilms hat sich auch damit zu tun, dass man einerseits als Mensch eine Schaulust in sich trägt. Gerade auch wenn man ins Kino geht, will man Geschichten sehen. Aber es gibt auch so etwas wie eine Angstlust, dass man also auch eine Motivation hat, sich solchen Dingen auszusetzen, besonders dann, wenn es eben nur im Kino passiert oder vor dem Fernsehbildschirm, man in Ausnahmesituationen hineingeraten kann, von denen man weiß, dass sie einem selber nicht passiert sind, die aber trotzdem vertraut und alltäglich genug sind, dass man sich gerne darauf einlässt. Und diese Spannung zwischen der Ausnahme, zu der man Zeuge werden kann, und dem eigenen Leben, das aber dann glücklicherweise doch nicht so ist, das ist, glaube ich, das Interessante. Und deshalb müssen meistens die Kriminalfilme auch gut enden. Das heißt, der Bösewicht wird verhaftet, kommt auch ums Leben bei einer Verfolgungsjagd. Also die Ordnung, die vorübergehend mal gestört wurde, ist am Ende des Films praktisch immer wiederhergestellt. Chance, Rico. Are you coming out or do you want to be carried out?